Wenn man sich vorstellen möchte, was im Grunde bei einer Verdrehung der Gebärmutter vor sich geht, ist es günstig, wenn man sich ein einfaches Modell wählt. Und dafür sind zum Beispiel zwei Röhren gut geeignet, die äußere Röhre als Schaft, die innere Röhre als Gebärmutter, die sich gegeneinander drehen. Also äußere Röhre dreht sich, beziehungsweise die innere Röhre dreht sich im Verhältnis zur äußeren, wenn die Gebärmutter verdreht ist. Also konkretes Beispiel. Die Gebärmutter dreht sich nach rechts. Dann bewegt sich diese innere Röhre innerhalb der äußeren Röhre und verhält sich dann so, wie es jetzt hier zu sehen ist. Sieht hier aber auch sehr gut die Bänder, die dort durch Gummis symbolisiert sind. Und die Bänder drehen sich mit und zwar reagieren dann natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welche Richtung die Gebärmutter verdreht ist. Wenn wir uns nun vorstellen, dass das die Ansicht von hinten ist und wie gesagt die innere Röhre die Gebärmutter darstellt und sich die Gebärmutter nun nach rechts aufdreht, sehen wir sehr gut, dass die Bänder rechts stark gespannt sind, die Bänder links dagegen völlig entspannt sind. Und besonders wenn man das bei einer Kuh untersucht, die ja vergleichsweise groß ist, dann kann man mit der Hand in den Enddarm hineingreifen, um dann die, da sieht man den Enddarm, um dann die Bänder von oben ein bisschen besser zu befühlen. Und da merkt man dann, wenn man reingegriffen hat, dass man quasi zwischen den Bändern und der Gebärmutter ganz weit nach unten kommt auf der rechten Seite, während auf der linken Seite man viel früher auf die Bänder stößt, weil ja der Ansatz der Bänder viel weiter oben liegt durch diese Verdrehung. Das ist also schon ein Hinweis dafür, dass eine Gebärmutterverdrehung vorliegt. Was aber entscheidend ist oder wesentlich eindeutiger noch zusätzlich, auch beim Schaf speziell, wenn man mit der Hand reingeht in den Gebärmutterhals, also hineingreift, dann merkt man, dass innen drin die Struktur nicht glatt ist, sondern im Grunde wie bei einer ja, Spirale. Also die Finger werden hineingeleitet, spiralförmig. Wenn man weiter nach innen kommt, dreht sich die Hand dabei quasi automatisch immer weiter, in dem Fall dann nach rechts, weil diese Falten einfach eine Spirale bilden. Wenn es nun darum geht, die Lösung herbeizuführen, also die Gebärmutter wieder aufzudrehen, die Verdrehung zu entfernen, muss man sich natürlich überlegen, was macht man, also das Schaf, wenn man es quasi wälzen will um die eigene Achse, um die Drehung aufzuheben. In welche Richtung muss man jetzt das Schaf wälzen? Also jetzt hier nochmal das Aufdrehen der Gebärmutter nach rechts. Die Hand, wenn man reingreift, wird durch die spiralförmigen Falten automatisch auch nach rechts gedreht. Ist das eindeutig damit zu erkennen? Dann muss man das Schaf ebenfalls nach rechts wälzen, um wiederum die Verdrehung aufzuheben. Also nochmal. So, alles im Ausgangszustand. Dann verdreht sich die Gebärmutter. Rechts gespannte Bänder, links entspannte Bänder. Und die Gebärmutter wird ruhig gehalten, während das Schaf nach rechts gewälzt wird, um die Drehung wieder aufzudrehen. Also man folgt der Drehung. Wenn wir uns das jetzt nochmal genauer vorstellen, normalerweise liegt das Schaf ja dann auf der Seite, wenn es um die Geburtshilfe geht, also
Stellen wir uns vor, es liegt auf der rechten Seite und die Gebärmutter ist, wie gesagt, dann nach rechts verdreht, liegt also auf der rechten Seite und nach rechts verdrehte Gebärmutter, dann muss man bei der Geburtshilfe im Prinzip mit der Hand reingreifen in die Gebärmutter halten. Und jemand anders kommt dann im Idealfall und wälzt das Schaf über den Rücken auf die andere Seite und dann ist die Drehung aufgelöst. Um nochmal genauer zu verdeutlichen, wie sich das anfühlt innen drin, im Gebärmutterhals, wenn die Gebärmutter verdreht ist, haben wir dieses Modell gebaut. Und im Grunde kann man sich das sehr schön vorstellen. Im normalen Zustand sieht es ungefähr so aus. Und wenn dann aber die Gebärmutter verdreht ist, dann dreht sich quasi zu Falten mit, also werden plötzlich spiralförmig. Zuerst radial, nun spiralförmig ins Innere. Nochmal zurück. Das ungefähr normal, dann dreht sich die Gebärmutter auf und diese Falten in Spiralform entstehen. Das fühlt man mit den Fingern sehr deutlich und die Hand wird tatsächlich dann auch so reingeleitet in eine Rechtsdrehung. Wenn wir jetzt nochmal verdeutlichen wollen, wie es dann aussieht, wenn man die Lösung herbeiführt, also dass die Gebärmutter wieder aufdreht, dann kann man das auch sehr schön mit dem Modell verdeutlichen, wo es also nach rechts die Gebärmutter verdreht. Die spiralförmigen Falten sind gut erkennbar. Wenn wir jetzt nun das Schaf nach rechts wälzen, also der Drehung folgen, das ist entscheidend, Drehung folgen, dann drehen sich die Falten wieder auf und sie werden wieder radial. Ja, nochmal. Ja. 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 Ja.
oder drei Knese und so oder hau an der Ecke. Ach so was. Ja, allerdings. En það besta með að gera eitthvað í fyrstu svona 10-15 mínútur en ég leiði getur jafna sig. Það sem við erum mjög viðkvæmur eftir svoningin og reyna strax að taka langt út það er uppna hljófuna. Jæja, góðu kvöldið. Það var verið að byrja að gera vídeo af því þegar rolla ærir með snúðileg. Ég var að skoða þessa kind hérna. Hún með snúðileg. Og það oft sem að þær liggja svona með fótinn út jafnvel og eru svona í, komnar í stöðu til að fara að bera og það gerist ekkert. Þá er það merkið að maður þarf að fara að skoða þær og þessi er snúðileg. Ég ætla að reyna að rétta úr því einn hérna á netvakt. Sjáum til hvernig það tekst. Þetta er ekki mjög snúðið sko. Alls ekki. Þá er það sem maður þarf að gera fyrst. Það að átta sig á því hvoru megin snúið og það hérna megin. Þetta, eða veist, hvoru megin maður þarf að snúa rollinni og það strekkt sko hér. Hérna megin strekkt. Það líka við að hún sé meira snúið núna en aðra aða. Meiri strekking. Það ja. Það var það sem strekkingin hérna vinstra megin, þá fer ég snúinni til vinstri. Komin inn, komin með vísifingur og þumal. Eða þá hef svona takk með þumlinum og vísifingri. Þá ætla ég reyna snúinni. Ætla hann að reyna að láta það sjást á myndarinn. Ekki hérna hérna niður. Botna hérna að hérna er á pláss. Finn fyrir löggur núna. Þau eru á kvolfi sko. Þau eru á kvolfi, þannig að það er svona á hálfu hringu. Fyrst að taka hálfa hringi viðbót sko. Það sem betur fyrir þetta vinstra mín, það svona ég nú örfendur. Smera það svona út. Snúa það þannig. En það náttúrulega miklu betra að hafa mann með sér. Ég veit ekki að fara að vek
vekja fólk við þess. Svona já. Nú það bara að búið, sko. Nú það bara að rola heilítið búð. Nú ferðu bara fættur. Til líka. Svona. Nú búin að snúa. Saman á sér. Skulum bara reyna að fara nálum bólum. Það líka, þegar maður búin að snúa von að lið, það eru samt, leghalsinn eða hvað það þá hann býst að loka það samt. Eða strektu sko, maður þarf að fara rólega í þetta. Ég nánast að vera að koma hendinn inn. Lömbin eru núna rekk á kolvi. Ekki alveg, það hefur svona hlið. Maður nægir hann kannski ekki alltaf að snúa alveg, sko. Nú erum við komin inn. Nú erum við helviti gott. Ég var á hann að fá gimbra hérna. Sýnst að vera gimbra. Og hérna, leggi hérna bara heim niður. Ég ekki með bakkama. Bara að nota og góða nýr, þykkan. Þetta bara sem Jón bróðir græði hann tókur. Það var rammasvír, einhver þykkur. Það hann best. Sérstaklega maður þarf að ef maður kemst ekki annað en að lömbunum getur maður tó ítt vírnum lengra sko en höndi nær. Nú að snúna aftur lömbin. Ég að vera búin að snúa lömbin alveg í hring. Svona leggstu, já. Alveg hrið. Miklu betra. Hérna, já. Aðeins þröngan en þá sko. Aðeins hrættu við að ég eftir að rifna aðeins við að ná lambinu bara. Þessu snáðu að það gildu. Sést náttúrulega ekkert hvað ég að gera á videónu núna. Það gekk þetta, ég hefði nú séð oft með hann fæðist. Þannig já, komdu hérna. Þetta er stað. Það var með aðra löppina. Hún kemur hann. Það er ekki gott.
það vonandi að fólk læra þessu. Takk fyrir mig.